Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Susanne Belloni, ich bin spiritueller Coach, Bloggerin und Autorin. Und in diesem Video will ich dir eine geniale Technik vorstellen, die nennt sich Pivoting. Die habe ich von Abraham Hicks auch übernommen. Also Esther erwähnt das immer nur so am Rande, nämlich, dass wir zu allem, was wir nicht wollen, gleichzeitig ja das Gegenteil auch aktivieren. Und die Frage ist nur, wohin wir sehen. Aber ich habe mich jahrelang auch mit Byron Katie und The Work beschäftigt und da macht man es ganz ähnlich, allerdings ein bisschen systematischer. Und deshalb mache ich dieses Video, weil ich die Kombination von diesen beiden Techniken so genial und hilfreich finde. Ja, um ehrlich zu sein, ich denke, jeder sollte diese Technik beherrschen, um seinen Alltag viel besser zu meistern. Worum geht's? Also, es geht darum, dass wir zum Beispiel bei The Work ein Arbeitsblatt ausfüllen mit 4 Fragen, die aber ganz simpel sind. Ja? Und da fragen wir zuerst, was ärgert dich zum Beispiel sehr an deinem Nachbarn zum Beispiel oder an deinem Partner? Also normalerweise beginnt man mit den etwas leichteren Fällen oder den Leuten, die weiter weg sind. Die zweite Frage ist dann, du fragst einfach nur, kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass das so ist? Die dritte Frage lautet dann einfach nur, was macht das mit dir? Und die vierte Frage, wärst du ohne diese Geschichte? Ja, da geht es darum, uns dahin zu bringen und ich sage euch gleich, worauf das meistens hinausläuft, nämlich, dass wir erkennen, dass meistens genau das Gegenteil wahr ist. Ja, mit der Prämisse, die Wahrheit fühlt sich eigentlich immer gut an. Das ist tatsächlich so. Und Abraham Hicks verwendet dazu das Pivoting und er sagt einfach, schau einfach in die andere Richtung. Schau dir einfach das Gegenteil an und fokussiere dorthin. Nun, das ist gar nicht so einfach. Es gibt sicher einige Prozesse, die uns dabei unterstützen. Ich habe aber dazu eine ganz einfache Methode. Nämlich, du schreibst dir eine Liste auf von Eigenschaften, die dir zum Beispiel an einer Person nicht gefallen, an dir nicht gefallen, Dinge, die du nicht magst. Machst daneben einen großen Strich und rechts davon schreibst du dann hin, wie du es gerne hättest. Und wahrscheinlich bemerkst du dann, dass das gar nicht so einfach ist. Also dieses positiv Formulieren, das ist wirklich Übungssache. Aber es ist das beste Mentaltraining, das es überhaupt gibt. Denn wir sollten uns per se angewöhnen, jedes Mal, wenn wir etwas sehen, das uns nicht gefällt, dass wir automatisch an etwas denken, das uns gefällt, was wir gern stattdessen hätten. Und es ist tatsächlich so, das braucht ein wenig Übung. Und mit so einfachen Listen, einfach nur mit einem Stück Papier, geht das natürlich super schnell. Für alle anderen Sachen, wo man nicht so ganz rauskommt, kann ich wirklich Byron Katie's The Work oder einen Practitioner, also einen jemanden, der das anbietet, mit dir zu machen, empfehlen. Denn es ist wirklich so, sehr häufig ist das, was uns ärgert, gar nicht wirklich wahr. Sehr häufig ist es verzerrt, übertrieben, manchmal auch ein Missverständnis. Wir haben das gar nicht so hinterfragt. Ja, und auch Ho'oponopono von Bärbel Mohr, das ist eigentlich eine Technik aus dem Hawaiianischen, wo es dabei geht, Konflikte zu bereinigen, Themen wieder gerade zu richten. Und Bärbel Mohr hat uns da eine Art des Ho'oponoponos weitergegeben, das ganz ähnlich ist. Ja? Auch da gehen wir hinein in das, was uns ärgert und stellen uns die Frage, ist das wirklich wahr? Wann würde ich so sein wie dieser ärgerliche Nachbar zum Beispiel? Ja, also dahinter fragen wir und kommen dann sehr häufig mit exakt dem Gegenteil heraus. Ja, häufig fällt uns dann auf, ja gar nicht der Nachbar ist so patzig und schlecht gelaunt, sondern ich bin das eigentlich, wenn ich ihn sehe. Also das ist doch eine Art der Spiegeltechnik, aber auch eine Umkehrung wie das Pivoting. Eben 3 Techniken, die ich extrem stark finde und die man je nach Belieben
anwenden kann oder was eben gerade zum Problem besser passt oder welche Situation sich gerade ergibt. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen. Von mir gibt es noch mehr Techniken, Tipps und Tricks. Schau gerne auf meinem Kanal, was du da noch so findest, was dir vielleicht helfen könnte. Oder schreib mir gerne einen Kommentar, wenn du noch einen Tipp hast. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Alles Liebe!